Brüder Hartwig, Schüttelreime Zeichnungen in der, warten Sie, Eigenedition, bitte. Es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris. Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch, einfach für diese Sendung, einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Gut, Fast Food? Fast Food. Aha. McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal. Ja, ja. Und zwar deshalb, weil die Geschichte überhaupt keine Sprache hat. Jetzt mag es sein, dass das mit der Übersetzung zusammenhängt, das will ich nicht entscheiden, kann ich auch nicht entscheiden. Aber die Sprache, die uns hier vorliegt, ist überhaupt keine Sprache. Das ist ein vollkommen sprachloses, kunstloses Gestammel. Ich würde das überhaupt nicht mehr mit literarischen Maßstäben, kommt man dem überhaupt nicht gerecht. Ja, in der amerikanischen Kritik war zu lesen, dass dies wahrscheinlich einer der nächsten Nobelpreisträger sein wird. Frau Löffler, wenn Sie zur gleichen Zeit sagen, das Buch gehört nicht ins Quartett, dann denke ich, irgendwie müssen wir uns irgendwann mal über unsere Kategorien verständigen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, irgendeine Art von erotischer Sprache ist. Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes. Ich darf einen Umstand hier aufmerksam machen. Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen, von ungewöhnlicher Zartheit. Das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das Buch ist ein hocherotisches, sich steigerndes Buch, das bis auf das große, riesige Schlusskapitel zuläuft. Das dauert ziemlich lange, es ist eine lange Szene, bevor die ins Bett gehen. Und diese Szene, die davor, ist fabelhaft geschrieben. Ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen. Das ist eine glänzende Szene. Sie mich richtig, etwas. Ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber ich habe schon etwas dagegen, wenn ein Autor an seinem Thema total scheitert. Und das Autor, überhaupt nicht. Der Autor ist, sagt, habe ich das jetzt eben nur geträumt? Und dann sieht er den Aschenbecher, wo Ihre Zigarette noch verraucht. Das sind Szenen, die ich in dieser Kunstfertigkeit lange nicht gelesen habe. Gott sei Dank bin ich nicht so vereinsamt, wie ich es schon befürchtet habe. Noch etwas. Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat. Ach, sie Lieber, dirigiert ihn. Diese Frau ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phasma. Und zwar eine Männerfantasie und nichts anderes. Eine poetische. Sie ist eine Männerfantasie. Das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anna Karenina. Also diese Dame, alles ist aus der Sicht der Männer. Glaube ich nicht immer die große Literatur herbeizitieren, wenn wir mit literarischem Fastfood zu tun haben. Diese Dame ist eine Männerfantasie und nichts anderes. Die Frage ist nur, ob die Männerfantasie so schlecht ist oder ob es vielleicht eine poetische Fantasie ist. Wir reden alle zweimal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema.